Ich wollte doch nur zu den Cabots. Mensch, was soll das? Hey! Er nagelt mich hier nicht fest. Scheiß Whistle. Scheiße, ich bin genau im Zielfeld. Ich komme hier nicht weg. Los, lauf! Ah, wollt da hoch! Oh, ich komme da nicht hoch, das kann aber nicht wahr sein. Die gar nicht. Jo, das hat er nicht. Jo, zurücktreten, zurücktreten. Zurücktreten. Oh, verdammte Scheiße, was ist los? Ich krieg meine... Ich muss... Wir haben ihn. Ich sehe nichts. Oh. Du siehst dem Lukas sehr ähnlich, ne? Von deinem Bruder, war. Der hat das aber besser hingekriegt. So, haben wir die echt alle? Und? Puh. Da willst du doch nur zu den Leuten gehen und dann kommen die hier angeschissen und machen Stress. Hm? Boah, die Güte, ich du. Gib deine Kronkorken und deine Munition und dein Dingsherz. Hast du was? Jo, Kronkorken. Oh, meine Mann, da ist noch eine Waffe, die nehme ich auch mal mit. Das ist nämlich ein schweres Kampfgewehr. Ja, der hat aber auch nicht mehr viel. So, was ist denn mit diesem Mr. Handy, der hier rumstand? Der ist doch bestimmt auch platt, ne? Ja, da liegt er. So, Mr. Handy, tut mir ja leid für dich. Um dich tut es mir gar nicht leid. So, jetzt gehe ich aber zu den rein da. Das ist ja fürchterlich. Gut. Hey, du siehst der Depp sehr ähnlich. Oh, Backe. Und ich muss da erst... Verschwinde. Nein, will nicht verschwinden. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Nein, ich haue nicht ab. Ich will mit Jack Cabot reden. Ah, du bist. Gut. Ja, mache ich. Hoffe nur, dass nicht wieder einer hinter mir steht, wenn ich reingehe. Jetzt lernst du den Boss. Mach mal. Ich packe auch sogar meine Waffe weg. Guck mal, ist nix. Okay, klingt gut. Klingt gut. Hm. Ja? Wo ist denn der... Jack? Die neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Er kommt gleich. Verdammt. Ich muss die Mixtur noch anpassen. Das hat mir wohl gerade was explodiert. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Ja, ja. Nett, nett. Was? Nochmal. Ich bin so weit weg. Komm hier etwas näher, bitte. Oh, ich krieg das nicht hin. Moment. Der bewegt sich ja auch die ganze Zeit. Was ist das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Schon lange vor dem Großen Krieg.
Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind, obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist, nun, diese Geschichte muss warten. Na gut, Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Edward findet es lästig, aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Ich will aber wirklich einen Drink haben. Warte, ich muss das Ding wegstellen. Warte. Sitzt sich so schlecht mit dem Teil. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt für... Unterbrich mich nicht, Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Ja. Das Universum ist groß. Dort draußen kann es alles geben. Wunderbar. Die meisten Leute sind zu engstirnig, um an ein unendliches Universum zu glauben. Aber ich rede nicht von fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Ich meine die verborgene Geschichte unseres Planeten. Die Ursprünge der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Okay, ja. Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack, kann ich ihr sagen, was sie zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du sie los, damit sie nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glück. Moment, ich muss erst mal aufstehen. Achso. Was sollte das alles? Zerbrich dir darüber jetzt nicht den Kopf. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr musst du nicht wissen. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? Ja. Ja, wir sehen uns bald mit dem Paket wieder. Viel Erfolg. Lass dich bei deinem ersten Job nicht umlegen. Ich versuch's mal. Okay. Ab die Post. Ja, ich würde mal einen Moment speichern, so. So, ab die Post. Schön, dich wiederzusehen. Bin doch noch gar nicht weg gewesen. So, jetzt muss ich aber erstmal eine Waffe in die Hand nehmen, bevor ich hier rausgehe. Der hat echt die Grätsche gemacht, ne? Schon witzig irgendwie. Der hat aber voll die Grätsche gemacht. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen... Moment. Da ist Bunker Hill, da müssen wir nicht hin. Wir müssen nach... Ach, da oben. Okay, wenn ich hier hingehe... wir könnten vom Slog aus rübergehen.
Da so rüber und dann da so lang. Das müsste eigentlich gehen. Na gut, dann gehen wir da hin. Ja, Mensch. Oh, da kann ich noch ein paar Sachen abladen und vielleicht reparieren, ne? Warte mal, was ist denn? Das geht doch bestimmt. Mensch, ja, das macht Sinn. Ja, das ist ja alles kaputt hier durch den Kampf mit den Robotern. Die Raster sind auch echt ein schlimmes Pack. Die Roboter können eigentlich noch nicht mal... Achso, was? Was ist... Mach nicht schon wieder Stress. Stress, komm. Okay, alles klar. Ja, sind doch bloß die blöden Viecher, wa? Anlage ist auf vollkommen abgesichert inzwischen, oder? Achso, da wollte ich hin, genau. So. Moment, da könnten wir hier Sachen ablegen. Die Mollys, nämlich, ich habe keine Granaten. Wieso habe ich eigentlich keine Granaten? Ja, dann muss ich die Mollys mitnehmen, die Granate auch. Die Mine behalte ich mal. Nee, die behalte ich nicht. Brauch keine Mine. Ich hoffe nicht, dass mir da noch so ein doofer Roboter bei Weg läuft. Moment. Und hier haben wir noch Kleinkram. Genau, das lassen wir auch hier. So, hoppsala. Ach komm, geh runter, war nicht so ein Zirkus. Oh Mann, ey. Dass er da immer wieder hochläuft, ne? Ah, du sollst unten bleiben. Nein, bleib unten. Mann, Mann, ey. Uff. So, dann haben wir da zwei. Ja, da müssen wir mal gucken. Was ist damit? Wir müssen Granaten haben. Ich brauche Granaten. Wieso habe ich keine Granaten? Soll ich jetzt noch extra schnell nach Hause reisen? Da sind nämlich Granaten. Ich habe nicht eine Granate dabei. Bis auf diese Plasma... Nee, Plasma-Kartusche. Kryo-Granate, aber die haben wir aufgesammelt irgendwo. Was? Was ist los? Warum habt ihr die? Macht doch, seid doch nicht so nervös, Mensch. Die Waffen machen das so schon. Bei so einem Tier musst du dich doch nicht entschuldigen. Da ist schon wieder der Roboter. Nee, da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wir haben eine andere Aufgabe. Weißmann ist ein großer Mann und ein großer Anführer. Das. Außerdem verdanke ich ihm. Das ist so schön, schön. Ja, der wird sich freuen, wenn er das hört. Oh, wer ist das? Das muss ein Versorger sein, oder nicht? Ja, ein Versorger, super. Das? Ja, das hat schon funktioniert hier. Das ist schon gut mit dem einen Tor. Ja. So, wir müssen in diese Richtung. Ich glaube, das ist schon da drüben, ne? Oder nicht? Muss ich nur mal sehen, wie ich da rüber komme, weil da ist doch Wasser. Da sind noch Keramik da. Wir können, glaube ich, darüber. Hier vielleicht. Ja, das geht. Aber ich glaube, ich gehe doch mal lieber aufs Auto, ne? Ah! Was willst du? Mach mich nicht irre. Mist. Da ist noch irgendwas Rotes. Nee, das ist nur... Ich
muss hier rüber, ich muss hier lang. Moment, da nehmen wir eine andere Waffe für. Ich trau mich hier nicht runter. Moment, ich versuch mal auf den Bus zu kommen, ne? Geh doch hoch, Mensch. Oh, das scheint dich da zu ärgern, oder was? Na komm, zeig dich. Okay, ich hau ab. Ah, hänge in dem Draht fest. Geschlossen, untersucht, passen, Stage, Irren, Entzahlen. Oh, bist du die Maria? Hi! Hier ist der Zutritt verboten. Geh lieber weiter. Edward Deegan hat mich geschickt. Ich suche nach einem verschollenen Paket. Ah, du bist die Neue? Also dieses Paket. Ich weiß ziemlich genau, wo es ist. Die Typen, die Ben erschossen haben, halten sich in der Parsons-Molkerei versteckt, nördlich von hier. Okay, okay. Danke für deine Hilfe. Na klar doch. Hey, sei vorsichtig. Es ist seltsam, dass sie immer noch in der Nähe sind. Gewöhnliche Raider wären schon längst mit der Beute über alle Berge. Scheint fast, als würden sie den Ort auskundschaften. Ich wäre froh, wenn du sie vertreiben könntest. Jo, das versuche ich. Ich weiß nur nicht, da lang? Boah, ich gehe mal lieber ums Haus. Moment, da könnte ich vielleicht auch hier rum. Puh. Nö, du gehst nicht lang, ich geh lieber hier rum. Irgendwie muss ich hier an dem Gebäude. Mach uns einfach nur. Nein, nein, Ärger. Mach ich nicht. Ich muss nur hier durch. Irgendwie. Oh, hier sind genug kaputte Mauern. Kann ich da hinten auch noch raus? Nö, da muss ich wieder rüberspringen. Hauptsache, hier sind nicht auch noch wieder Todeskrallen. Ich glaube, den sollten wir auch mal. Das scheint sie zu sein, ne? Ist ja gar nicht so weit. Hauptsache, ich schaffe werde nicht verfolgt von der Todeskralle. Oh, in dem Ödland würde ich wahnsinnig werden. Jo, da sind Leute drin. Ich muss mal speichern, genau. So. Warum ist das hier eigentlich an? Ah ja, jetzt haben wir es aus. So. Oh. Jetzt muss ich da auch noch wieder runter und da wieder rauf. Das ist ja auch blöd. Du wirst nicht sterben! Da
Deine Zeit ist abgelaufen. Boah, ein Schuss. Deine Zeit ist abgelaufen, nicht meine. Oh, bist du hier? So, rum, bist du immer mit. Stuckewehr, nimm mal mit. Moment, muss gucken. Ja, kann ich mit mir. Nee, ich nehme mal nur Sachen mit, die wirklich wichtig sind jetzt. Ich habe niemanden, der das Zeug schleppt. Hopp, so. Hopp, 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 so. Was ist der dritte, den ich erledigt habe? Okay. Ist hier noch was zu holen? Ich glaube, das war schon alles. Ne? Haben sie dich gelenkt? Jo, sieht so aus, ne? Das Glaskohle gebrauchen. Mache ich gerne. Noch ein Schuss. Ja, hier ist nichts. Moment, ich gehe mal hier rüber. Au! Bin an die Decke gestoßen. Boah. Und noch ein Sturmgewehr, das nehme ich mal mit. Sturmgewehr können wir ruhig mitnehmen. Teddy. Hm. Boah, was soll man davon halten, ne? Und da muss doch einer sein, warte mal. Was denn? So, deine Krone hole ich mir gesagt her. Nochmal Krone. Wir können alle auf die gleiche Stelle gehen, muss ich das so lange suchen. Ja, das ist doch super. Kommt noch einer? Ups, nochmal Gloss. Ups, jetzt habe ich so runtergeschmissen. Hier ist doch keiner mehr, oder? Nö, ich sehe keinen mehr. Okay. Da, super, dass sie alle auf die gleiche Stelle gegangen sind. Oh, eine Fresse, da war ich ja voll lauter Krokodil nicht mehr wohin. 16, 22, 14. Ist doch einer mit Kronkork gestorben. Jetzt immer gleich mit Kronkork um sich schmeißen. So, so, so. Du nicht? Nö, du nicht. Schade. Wäre cool gewesen. Oh, du hast aber noch ein paar. Super, die Waffe kann liegen bleiben. Die brauche ich jetzt nicht. Ich werde dich jetzt auch nicht mitnehmen. Ich kaufe jetzt nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder zurück. Und zwar, wo ist das jetzt, wo wir hin müssen? Ja, dann bringen wir das mal dahin, ne? Würde ich sagen. Ich hoffe nicht, dass da wieder jemand vor der Tür steht. Oh. Nö, alles friedlich. Gut, dann gehe ich da jetzt mal rein. Das ist untragbar. Imogen ist verschwunden und ich will, dass sie gefunden wird. Sie ist nicht verschwunden, Mutter. Weißt du, wo sie ist? Nein. Aber deine das heißt Schwester nicht... ist verschwunden und sie muss gefunden werden. Ist Edward nicht da, um die Familie zu beschützen? Ich schicke gerne jemanden los, um sie zu suchen, Ma'am. Es ist kein... Und Edward hat Besseres zu tun, als jemanden nach Imogen suchen zu lassen. Schon wieder. Wenn dein Vater hier wäre, würde er jemanden nach Imogen suchen lassen. Edward wird nicht alles stehen und liegen lassen, nur weil sich Imogen wieder ein Lover geangelt hat. Jack, wie kannst du es wagen, so respektlos über deine Schwester zu sprechen? Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung.
Hast du herausgefunden, was dem Kurier zugestoßen ist? Ja, der, ja. Einige Raider lagern in der Nähe von Parsons und haben ihn überfallen. Ich habe mich um sie gekümmert. Hm. Mir gefällt nicht, dass sich Raider bei Parsons rumtreiben. Hoffentlich ist das nicht der Anfang eines Problems. Was ist mit dem Serum, das er bei sich hatte? Konntest du was zurückholen? Nur diese eine Ampulle war noch da. Ah, gut. Ich hatte schon Angst, dass wir nichts zurückbekommen würden. Hier ist deine Bezahlung. Oh, ja. Du bekommst einen kleinen Bonus, weil du das Serum zurückgebracht hast. Gute Arbeit. Als nächstes kommt dann... Verdammt. Es ist an der Zeit, dass du Wilhelmina kennenlernst. Hm? Jack wird darüber nicht erfreut sein. Na gut. Dann gehen wir. Wenn dein Vater hier wäre, würde er jemanden nach Imogen suchen lassen. Nö, nee, nee, lass die Finger weg. Jack, ich kümmere mich drum. Mrs. Cabot, keine Sorge. Scheint vollständig zu sein. Ich schicke jemanden, der Imogen sucht. Danke, Edward. Auf dich kann man sich immer verlassen. Warum kannst du nicht so treusorgend sein wie der liebe Edward? Du solltest nicht so nachsichtig mit dir sein, Edward. Das nächste Mal wird es noch schwieriger mit ihr. Ich mach nur meinen Job. Apropos, das ist alles, was von der letzten Lieferung aus Parsons übrig ist. Die Raider haben sich leider den Rest geholt. Ah, gut. Endlich. Das wird meine Mutter beruhigen. Imogen ist Jacks Schwester. Das hast du dir sicher doch schon gehört. Sie ist etwas flatterhaft, impulsiv. Ja, ja. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie. Normalerweise mit einem neuen Liebhaber. Dann schicke ich jemanden los, der sie zurückholt. Ah, cool. Pfuh. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Nein, aber das lässt sich schnell rausfinden. Sie hat viel Zeit im Good Neighbor verbracht, im Jazzclub dort, dem Third Rail. Dort wird jemand sicher was wissen. Sie ist nicht für ihre Verschwiegenheit bekannt. Okay, okay, danke schön, Third Rail. Ich kenne das Third Rail. Ich werde mich dort umhören. Okay, hops. Ja, wir gehen jetzt mal da diese Imogen suchen. Ah, Wetter ist schön. Gut, was wollen wir machen? Wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir müssen da lang. Kann es sein? Ach nö, nicht quer durch die Stadt, da will ich nicht hin. Ja, so weit ist das nicht. Aber ich finde doch den Weg wieder nicht. Gut, ne, aber dann gehen wir, springen wir. Ja, da springen wir. Ja, da sind wir ja schon. Ich könnte auch mal gucken. Hey, okay. Lady, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Wer bist du denn? Ich habe ein paar super Angebote. Du wirst nicht glauben, was es alles in der ist das Essen oder ja, da zeig doch mal. Klar, ich schau mal, was du hast. Ich hab von allem ein bisschen was. Okay, du hast noch ein paar Schuss. Ja, die nehme ich ruhig mal mit. Das Adiktol, Moment, wie viel? Du hattest eben gerade noch was. Da, ein Kern. Was ist mit meinem Kern? Jetzt muss ich mal gucken. Moment. Noch Munition. Das war richtig. Moment, das war richtig. Ich habe angebrochene Kerne mal wieder. Der. Oh, hier kannst du haben. Kriegen wir ein paar Kronis für. Und ich nehme den vollen mit, auf jeden Fall. Kanonenkohl hast du. Ah, der hat Raketen. Super, das nehmen wir mit. Ja, das passt. Okay, sonst noch was, was ich brauchen könnte? Ach so, ich könnte noch mal bei dem Schrott gucken, dass wir noch mal Blei und Dünger vor allen Dingen. Das kaufe ich jetzt überall auf, weil das ist sehr, sehr relativ selten. Die hat gerade sowas wie ich. Moment, ich kann dir aber hier ein paar Dinger verkaufen. Guck mal, 96, du. Brauche ich nicht mit rumschleppen. Und das kannst du auch bekommen. Ah, hier ist noch Munition. Ne, warte mal, da habe ich einen anderen Abnehmer. Du könntest noch ein paar
Kleidungsstücke vielleicht. Haben wir nicht aufgehoben diesmal. Was mache ich jetzt damit? Na gut, die gebe ich mal her. Dann nehme ich die, behalte ich so lange. Ist ja auch nicht viel, was ich habe, ne? Nö. Nee, das bleibt alles bei mir. Das ist, den kannst du noch haben und das Brettspiel. So. Das, das und das auch und die beiden Sachen. So. Jawohl, dann lassen wir das. So ist gut. Ups. Keine Sorge. Ich teste die Waffen, ja, ja. Die ich nicht mag. Nicht quatschen, handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Nö, das ist zu viel. Ich will eigentlich noch ein paar Fusionskerne. 5 Stück nehme ich mit. Und, Moment. Du hast auch Kanonenkugeln. Ah, du hast wieder Blei. Und Öl auch. Cool. Coole Sache. Ja, sehr schön. 10 Raketen hast du. Das lohnt sich ja richtig. Und hier sind sogar noch Splittergranaten. Perfekt. Waffentechnisch. Was hast du waffentechnisch sonst noch? Nichts weiter, ne? Ich glaube, die guten Waffen haben wir das sowieso schon. Was ist mit den Impulsgranaten? Oh, die sind aber teuer. Kriegen wir da was für? Wir haben doch auch so ein Ding. Kryogranate. 67, ja, das ist doch gut. Wie viel habe ich jetzt? 4 nur. 4 ist nicht viel. Die Mollys, die will ich nicht. Die behalte ich nicht. Nee. Was, wofür kriegst du denn so viel Geld? Für die paar Dinger hier doch nicht. Macht mich kurz verrückt hier. Sag mal, jetzt. Nee, das ist doch nicht richtig. Ah, Moment. Ja, da müssen wir mal abbrechen. Du nimmst mich ja hier aus wie der Weihnachtsgans, Mensch. Cleo. Ja, ja. Alles gut. Komm. Klar. Ich schau mal, was du hast. Dann starten wir dich mal aus. So, wenn du wüsstest. So, du hast 379. Was, warum habe ich eben so viel gehabt, dass ich... Du kriegst jetzt von mir die Sachen? So. Dann bekommst du... Was habe ich denn doch Schönes? Manchmal habe ich den Eindruck, dass diese... Ach, das waren die Ladungen. Ne? Die Ladungen, die wir gekauft hatten. Weil das kostet ja nur 339 oder so. Das sind nochmal 1000. Ich brauche die trotzdem. Weil die können wir nicht selber herstellen. Und dann haben wir Blei. Das war recht teuer. Und das Öl auch. Genau, dann kommt das ja wieder hin. Okay. Ja, nur das muss ich kaufen. Ich habe sonst nicht genug. Partystarter brauche ich nicht. So, was gebe ich dir denn noch? Was finde ich noch? Granaten? Granaten. 81 wird zu haben. Meine Güte. Und Raketen hattest du da auch. Ah ja. 10 Stück sind schon alleine 400. Gut, die brauche ich aber. Okay, ich habe nur leider nichts für dich, was ich dir jetzt noch geben könnte. Warte mal, doch hier, die Munition, die brauche ich nicht. Gebe ich dir jetzt 10er dazu. Die elektromagnetischen Kartuschen. Ich überlege, ob ich die weggebe. Ich schieße nicht gern mit dieser Waffe. Auch wenn die... Ja. Also die gebe ich auf jeden Fall raus. Die Gamma-Patronen werden wir brauchen. Kaliber 50 kann weg. Plasma oder Gamma? Ich lasse das mal hier. Wenn ich
glaube ich, die können wir nochmal machen. Die können wir selbst herstellen. Genau, die können wir selbst herstellen. So, da ist nichts mehr. Okay. Gut, dann bin ich jetzt doch tatsächlich ein paar Dinger. Warst du schon mal im Kill or Be Killed? Haben da echt nette Waffen. Kill or Be Killed? Hast du gesagt? Was hat die gesagt? Das muss ich mir gleich nachher nochmal anhören. Ich will noch ein paar. Warte mal, hier können wir da auch rein. Genau. Ich wünsche einen angenehmen. Danke, danke. Mal los, fang an zu singen, damit du früher fertig bist. Wer bist du? Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Peace, Schwester. Hi. Riechst du das? Das ist Freiheit. Wer bist du? Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo ist. Nur zahlen wir nicht. Kennst du Imogene Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia! Dieses Mädchen will mit dir reden. Oh. Was ist los, du süßes Ding? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Boah, ey, das Lied war schön. Das Lied war wunderbar. Ich bin begeistert. Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Ich sehe doch süß aus, oder? Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Ah, oh, natürlich. Es sind deine mächtigen Muskeln. An den Anblick könnte in der ich der X01 ist auch mächtig. Also, eine Frau wie dich in meine Ecke der Stadt. Was? Was denkst du? Was denkst du denn? Wir sind alle hier, weil wir etwas vergessen wollen, oder? Ich glaube, wir beide werden uns sehr gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Kennst du Imogene Cabot? Imogene? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst und ihrer Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Sag mir bitte, was du weißt. Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogene fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Herm, kannst du bitte mal kurz kommen? Ich hab geschwebt. Na? Wo steckt denn? Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Diese Lady hier sucht nur nach Imogene. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Oder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogene immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogene geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Na gut, ich suche sie mal. Brauchst du was zu entspannen? Nein, hab genug zum Entspannen. So, Chat. Wer ist das? Wenn du hier bleiben willst, musst du dich einer Crew anschließen. Ich habe gehört, dass Bobby nasenlos läuft. Ich bin. War hier immer ein Haken. Ich muss gar nichts, ey. Bobby. Netter Pip. Ja, ne? Pass gut auf den. Ja, das mache ich schon. Keine Sorge. Nimm mir schon keiner weg, du. So, ich werde mal gucken. Ich könnte doch eigentlich hier rausjumpen, oder nicht? Mal gucken.
Und zwar müssen wir darüber. Da kommen wir ja doch nicht dahin. Nee, da muss ich hier rüber hüpfen. Oder durch die Tür latschen. Ich bin aber eine Hüpfer. Hüpf. Jo, kann ich mich auch rüber hüpfen, wie ihr seht. So, jetzt muss ich mal sehen. Ich muss irgendwo zum Ufer. Das heißt, wir gehen schräg links, würde ich sagen. Waffe in die Hand. Hopp, Kollis, Kollis. Och, quatsch mich nicht an, von der Seite. Immer von der Seite, ey. Jo, was denn? Ja, was ist das? Kübelkopf. Kübelkopf kommt. Jo. Oh, ich hab geahnt, dass hier ein Bär lauert. Ich geh lieber weiter. Ah! Falsche Richtung? Falsche Richtung. Nee. Richtige Richtung. Getroffen. Au, verdammt, wo bin ich denn hier? Hilfe! Au. Schnell hoch. Mann, der ist ja gar nicht tot zu kriegen. Hab ich den? Glaube ich, bin erwischt. Ja, na gut. Die haben aber auch echt eine große Pranke, ne? Boah, danke für dein Fleisch. Oh, alles wieder Paletti. Aha. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hops. Jo, da ist schon so ein Ding. Hallo, Nächste. Nächste. Willkommen, Nächste. Wir sind immer froh, neue Du kannst auch Nächste sagen zu sag Enola. Du musst dich Nächster sagen. Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Quatsch, Zeiten sein kann? Quatsch, mich nicht von der Seite an. Ich suche nach Imogen Cabot. Tut mir leid, aber Imogen ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Tch. Ihre Familie macht sich Sorgen. Sag ihnen, dass es ihr gut geht. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Okay. Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, aha, bis sie sich eingesperrt. Hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen. Nichts für ungut. Aber du weißt ja, wie Frauen so sind. Was mache ich jetzt? Moment. Ist sie vielleicht nach 500 Kronkorken bereit? Tja, das ist was anderes. In Wahrheit hatten wir eine kleine, Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr machen soll. Für 500 Kronkorken kann sie gerne dein Problem sein. Hier, ich schließe die Tür für dich auf. Ich muss dich warnen. Sie ist stärker, als sie aussieht. Wir mussten alle mit anpacken, um sie dort einzusperren. Oh, wenn ich wütend werde, bin ich auch nicht mal zu zähmen, ey. Die hat die wirklich eingeschlossen, ne? Ja. Habe ich jetzt 500 Kronkorken weniger? Ja, tatsächlich. Sie gehört dir, Nächster.
Oh ja, da ist sie. Los, Jack hat dich geschickt. Ja, natürlich. Wenn du sollst. Alles. Aha. Was denn? Mhm. Du bist Jacks Schwester? Ich hätte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Aha, aha. Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Das geht dich wirklich nichts an. Und ich weiß, dass Jack dich geschickt hat. Er will mich ständig kontrollieren. Na gut. Willst du jetzt von hier verschwinden oder nicht? Nun, ja. Ich habe darauf gewartet, dass Thomas wieder zur Vernunft kommt. Aber da du die ganzen Mühen auf dich genommen hast, kann ich auch gleich mitkommen. Thomas langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Okay, dann gehen wir. Verschwinden wir von hier. Oh, und ich komme mit. Was? Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme, aber zuerst brauche ich... Ja, du Schweinebacke. Na gut. Wenn du meinst. Glaube ich, klaue dir mal eben die Kotkorken. So, die auch, und die auch, und die auch, und die auch, und noch was. Noch mehr Kohlkorken? Oh ja, er hat ganz viele verteilt. Ja, den Schlüssel. So, ich glaube, ich muss jetzt mal ein paar Leute erschießen. Die greifen mich doch bestimmt an, wenn ich um die Ecke komme. Ist da noch jemand? Na? Ich hoffe, du entscheidest dich eine der... Ja, nicht so nah. Du hast doch wohl gerade einen Ab. Du bist doch wohl vom Affen gebissen, mich hier missionieren zu wollen. Das hatten sie nicht verstanden. Nein, das hat dir keiner verraten, ne? Glaubst du, die Welt ist schön? Anwärter, wenn du nicht verschwindest. Ach, ich erschieß dich einfach. Ich will nur eure Kronkorken. So. Ja, oh, ich bin brutal manchmal, aber ich lasse mich nicht... Ach, da hat jemand auf mich geschossen. So, Kronis, so. Keine Chance. Was hat der? Ein Impro-Revolver. Kreuzschlüssel. Ist hier noch jemand? Hä? Mach ich ja meinen Bedarf? Echt doch, da kann ja wütend werden. Naja. Hab ich dich schon gekontrolliert? Nö, du kannst alles bein. So. Anwärter. Was bist du denn? Du bist doch nicht der Anwärter. So, jetzt klaue ich alles, was ich hier finde. Den Bleistift vor allen Dingen. Mein Bleistift. So, die kurz behalten. So, ist aber, das können wir nehmen. So, das nehmen wir ab. Oh, warte mal, da muss ich hin. Das ist ja wohl hoffentlich nicht Schwimmmaschine, ne? Ah, geh doch weg, du doofes Ding. Ja. Ich glaube, ich sollte hier mal mich beeilen. Nicht, dass Emotion in Gefahr ist. Ja, sag ich doch, die ist in Gefahr.
war aber auch echt knapp, ne? Geh nach Hause, du dusselige Nuss. Ja. Wir spielen. Ja, guck mal, Kübelkopf. Kübelkopf. Oh, da gibt's Kronis. Da. Planke Kronis. Kronkorken. Jaguar und Kronis? Kronis. So, die nehme ich mit. Hier war noch einer, da. Kronkorken. So, jetzt werde ich mal hinterher gehen. Wo geht die jetzt hin? Die geht ja in eine gute Neighbor hier. Na gut, ich will aber nicht nach gute Neighbor. Ich gehe. Gut. Haben wir schon leer gemacht. Ja. Das müsste aber die Richtung sein, ne? Die sind viel zu weit. Die lebt gefährlich. Die latscht ja einfach durch die Gegend. Oh, was ist das? Oh, Gebäude des Boston Bagel. Kronkorken. Ist da was drin? Oh ja, cool. Zack, 6 Stück. Nee, hier. Nee, das ist die falsche Richtung. Da bin ich falsch abgebogen. Ah, hier sind wir. Ja, da gucken wir mal. Wir haben unseren Auftrag erledigt. Und ich werde hier das Video erstmal beenden und dann gucken wir im nächsten weiter. Ne? Das ist zu lang, um es in einem unterzubringen. Also bis denn. Ja, wir stehen vorm Haus der Camp Cabots und gehen da mal rein.